Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das israelische Militär hat mehr als 1 Million Zivilisten im Gazastreifen zur Flucht aufgefordert. Sie sollen Gazastadt und Umgebung Richtung Süden verlassen. Beobachter gehen davon aus, dass Israel damit seine erwartete Bodenoffensive vorbereitet. Der Gazastreifen liegt südwestlich von Israel. Er ist etwa 40 Kilometer lang und an seiner schmalsten Stelle 6 Kilometer breit. Israel hat das Gebiet mit einem Zaun abgeriegelt. Der Grenzübergang zu Ägypten ist derzeit geschlossen. Der Gazastreifen ist mit 2,2 Millionen Einwohnern extrem dicht besiedelt. Es sind Bilder von Gräueltaten, die israelische Offizielle der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock zeigen. Sie ist nach Netivot im Süden Israels gereist. In der Region in der Nähe des Gazastreifens wurden mehrere Orte zum Ziel militanter Palästinenser. Vergangenen Samstag verschleppten Mitglieder der Hamas Zivilisten in den Gazastreifen. Menschen wurden offenbar wahllos getötet. Baerbock zeigte sich tief bewegt. Sie betonte Deutschlands Solidarität mit Israel. Das Land habe das Recht, sich zu verteidigen. Die Hamas, so Baerbock wörtlich, missbrauche Unschuldige als Schutzschilde. Ihre Tunnel, ihre Waffenlager und Kommandozentralen befinden sich ganz bewusst in Wohnhäusern. Das stellt alle, die den Terror bekämpfen wollen, vor unglaubliche Herausforderungen. Gerade weil wir als Demokratien wie Israel, wie Deutschland, wie viele andere Länder das humanitäre Gebot, den elementaren Schutz der Zivilbevölkerung ernst nehmen. Israel betont, dass seine Angriffe in dem Küstengebiet militärischen Zielen gelten. Die Armee verbreitet Videos wie diese, die die Einschläge zeigen sollen. Inzwischen gleichen Teile des Gazastreifens einer Trümmerwüste. Die israelische Armee rief die Zivilbevölkerung in den Morgenstunden auf, den Norden des Gazastreifens schnellstens zu verlassen. Wir fordern die gesamte Bevölkerung auf, dem Aufruf zu folgen, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Wir wollen sie von unseren Angriffszielen wegbringen. Wir sind zu jedem Schritt bereit, den wir in dieser Situation gehen müssen. Laut örtlichen Quellen folgten Tausende dieser Aufforderung. Sie versuchen rechtzeitig in den Süden des Gazastreifens zu gelangen. Die Hamas, etwa von der EU als terroristische Organisation eingestuft, spricht hingegen von Propaganda. Sie ruft die Bevölkerung auf, zu bleiben. UN-Vertreter kritisieren, es sei unmöglich, mehr als 1 Million Menschen in kurzer Zeit zu evakuieren. Zumal es auch im Süden des Gazastreifens kaum Zufluchtsmöglichkeiten gibt. Wasser und Lebensmittel gehen zur Neige, Menschen stehen Schlange. Einige dieser Bilder wurden von einem örtlichen Kamerateam gedreht, mit dem die ARD seit langem zusammenarbeitet. Israels Armee gab am Abend im Fernsehen bekannt, dass in den vergangenen Tagen Spezialkräfte in den Gazastreifen eingedrungen seien. Sie hätten unter anderem nach Informationen über den Verbleib von Geiseln gesucht, die die Hamas genommen hat. Christian Limpert in Tel Aviv. Außenministerin Baerbock hat bei ihrem Besuch auch Angehörige von Deutschen getroffen, die von der Hamas verschleppt wurden. Was ist darüber bekannt? Über die Gespräche selbst ist wenig bekannt. Es gab danach ein kurzes Pressestatement und da haben die Angehörigen schon klargemacht, dass sie sich viel erhoffen von der Außenministerin, dass sie alle ihre Kontakte und Beziehungen spielen lässt, um irgendwie die Geiseln zu befreien. Vielleicht hat die Außenministerin dazu am Abend bereits die Gelegenheit. Sie wird noch am Abend nach Kairo weiterfliegen und dort weitere Gespräche führen. Und da geht es dann auch um die Befreiung von Geiseln, aber auch um humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen. Seit fast einer Woche gibt es ständig Raketenalarm. Wie können Sie und das Team im Studio Tel Aviv unter diesen Umständen arbeiten? Wir sind hier ziemlich sicher, wir können hier arbeiten. Das ist für uns auch beruhigend. Wir sehen jeden Tag die Bilder aus Gaza. Wir haben dort ein Team, das für uns arbeitet, ehemalige Kollegen, zu denen der Kontakt regelmäßig abbricht. Wir können ihnen nicht beantworten, wo sie jetzt sicher hin können. Das ist belastend für uns. Gleichzeitig die täglichen Bilder über diesen Terrorangriff der Hamas. Ich habe hier ein erfahrenes Team, das hier lange arbeitet. Das Team ist schockiert und über allem schwebt die Ungewissheit auch, wie sich das weiterentwickelt. Und ich spüre auch die Sorge vor einem Szenario, in dem die Hisbollah einsteigt. Also das ist eine sehr belastende Situation für uns. Wir reden viel und es ist ein gutes Team. Vielen Dank, Christian Limpert nach Tel Aviv.
In muslimisch geprägten Ländern sind Zehntausende Menschen aus Solidarität mit den Palästinensern auf die Straße gegangen. Unter anderem in Ägypten, im Jemen und in Pakistan protestierten sie gegen Israels Luftangriffe auf den Gazastreifen. In Jordanien hinderten Sicherheitskräfte Demonstranten daran, sich auf den Weg ins Westjordanland zu machen. Besonders viele Menschen kamen in Bagdad zusammen. Es ist eine gewaltige Menschenmenge, die heute in der irakischen Hauptstadt Bagdad auf die Straße geht. Sie protestieren gegen Israels Luftangriffe auf Gaza, zeigen sich solidarisch mit den Palästinensern, setzen israelische Fahnen in Brand. Wir sagen den Israelis, dass nicht nur die Iraker, sondern alle Araber, alle rechtschaffenden, ehrbaren Menschen in den Kampf ziehen. Die Vereinten Nationen müssen in Gaza eingreifen. Die Menschen dort brauchen Wasser, Strom, Essen und Trinken. Lautstarke, wütende Proteste, auch in Jordanien, wo mehr als 2 Millionen palästinensische Flüchtlinge leben. Als einige hundert Demonstranten versuchen, einen Checkpoint zu durchbrechen, um auf eine Straße in Richtung Westjordanland zu gelangen, setzen Polizisten Tränengas ein. In Libanons Hauptstadt Beirut schwenken viele Menschen nicht nur palästinensische Fahnen, sondern auch die der radikal-islamischen Hisbollah. Die vom Iran unterstützte Miliz droht immer wieder mit einem großen Eintritt in den Krieg gegen Israel, so auch heute. Wir verfolgen die Bewegungen des Feindes genau und wir sind bereit. Wenn die Zeit für Taten gekommen ist, werden wir sie ausführen. An der libanesisch-israelischen Grenze ist die Lage weiterhin angespannt. Auch heute kam es dort wieder zu Gefechten. Trotz der Sorge des Bundeskriminalamts vor Protesten von Hamas-Anhängern ist es in Deutschland heute bisher weitgehend ruhig geblieben. Die Bundesregierung geht aber von einer erhöhten Gefährdungslage aus. Schutzmaßnahmen für jüdische Einrichtungen wurden verstärkt. In München setzten sich etwa 200 Menschen über ein Verbot für pro-palästinensische Demonstrationen hinweg. Am Hamburger Hauptbahnhof versammelten sich etwa 100 Demonstrierende. Vereinzelt kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Unter dem Titel Krieg in Nahost sendet das Erste heute einen Weltspiegel extra um 22.20 Uhr. Mit einem Spitzentreffen suchen Regierung und Opposition zur Stunde eine Annäherung im Streit über die Flüchtlingspolitik. Dazu hat Bundeskanzler Scholz CDU-Chef Merz eingeladen. Als Ländervertreter sind im Kanzleramt die Ministerpräsidenten von Hessen und Niedersachsen, Rhein und Weil dabei. Die Bundesländer hatten sich heute auf Forderungen an den Bund geeinigt. Sie wollen unter anderem mehr Geld, um Geflüchtete unterzubringen und zu versorgen. Die Flüchtlingsunterkunft im rheinland-pfälzischen Windesheim heute Vormittag. Etwa 60 Geflüchtete leben hier in einer ehemaligen Schule. Die Kommune sieht sich komplett überlastet. Die Länder fordern vom Bund jetzt Bewegung in der Asyl- und Flüchtlingspolitik. Der Konsens am Nachmittag nach der Ministerpräsidentenkonferenz in Frankfurt am Main. Wir haben heute in unserem gemeinsamen Beschluss deutlich gemacht, dass wir die Steuerung des Zugangs anpacken, dass wir die Rückführung von illegalen Flüchtlingen angehen und dass wir die Verantwortung hier des Bundes sehr klar sehen, aber dass wir den Bund auch zu weiteren konkreten Maßnahmen auffordern. Die Länder fordern in der Flüchtlingsfrage mehr Geld vom Bund. Eine allgemeine Pauschale in Höhe von 1,25 Milliarden Euro. Eine Pro-Kopf-Pauschale von mindestens 10.500 Euro pro Geflüchtetem pro Jahr sowie die vollständige Übernahme der Unterkunftskosten. Zudem sollen Geflüchtete, wie hier im hessischen Bensheim, schneller in Arbeit gebracht werden. Und Asylverfahren von Menschen mit geringer Bleibeperspektive sollen nach dem Willen der Länder künftig deutlich schneller abgeschlossen werden. Dafür müssen wir schlicht und einfach eine Priorisierung vornehmen. Wir müssen uns vornehmen, dass Anträge von Menschen aus solchen Ländern innerhalb von 3 Monaten beschieden werden. Die Einführung bundesweit einheitlicher Bezahlkarten statt Bargeld für Geflüchtete soll schnellstmöglich geprüft werden. Bayern fordert noch mehr. Es sind zwar jetzt einige Beschlüsse in die richtige Richtung gefasst worden, aber es braucht eine grundlegende Veränderung. Unser Land ist überfordert. Wir brauchen eine Integrationsgrenze. Wir brauchen einen lückenlosen Grenzschutz. Im Kanzleramt sprechen Rhein und Weil zur Stunde zusammen mit CDU-Chef Merz über die Forderungen der Länder mit Bundeskanzler Scholz. Tina Hassel in Berlin, welche Erwartungen haben die Bundesländer denn an das Treffen im Kanzleramt?
Nun, man sei gespannt, wie weit sich der Kanzler bewege, haben wir gehört. Die Länderschaft begrüßen aber, dass Olaf Scholz das drängende Thema Migration anscheinend nun zur Chefsache macht. Konkrete Beschlüsse sind heute nicht zu erwarten und dennoch signalisiert das Spitzentreffen mit dem Chef der größten Oppositionspartei und den beiden Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz, dass sich die demokratische Mitte nun gemeinsam um das Problem kümmern will. Die Länderchefs kommen mit klaren Forderungen, die haben wir ja gerade gehört. Der Kanzler wiederum dürfte die Ministerpräsidenten in die Verantwortung nehmen, selbst schon umzusetzen, wozu sie rechtlich in der Lage sind, Sach- statt Geldleistungen oder die Nutzung von Chipkarten. Bei den Rufen nach mehr finanzieller Hilfe für die Kommunen, die sich auch an der realen Zahl der Flüchtlinge ausrichtet, signalisierte die Regierung heute noch einmal Gesprächsbereitschaft. Mehr wissen wir gegen 21 Uhr bei einer Pressekonferenz der beiden Ministerpräsidenten Rhein und Bayern. Vielen Dank, Tina Hassel in Berlin. In Bayern hat ein mutmaßlicher Schleuser einen dramatischen Verkehrsunfall verursacht. 7 Menschen starben, unter ihnen ein 6-jähriges Kind. Der Fahrer war am frühen Morgen auf der A94 Richtung München vor der Bundespolizei geflohen. In Höhe der Anschlussstelle Ampfing kam der überfüllte Kleinbus bei hohem Tempo von der Straße ab. Der Unfallort liegt nahe der Grenze zu Österreich. In der Region war die Zahl illegaler Einreisen zuletzt massiv gestiegen. Man kann nur ahnen, mit welcher Wucht sich der Wagen bei dem verheerenden Unfall überschlug. Um kurz nach 3 Uhr nachts wollte die Bundespolizei das Schleuserfahrzeug anhalten. Aber der Fahrer flüchtete und beschleunigte bis auf 180 Kilometer pro Stunde. Schließlich verlor er die Kontrolle über den Wagen. In dem nur für 9 Personen zugelassenen Kleinbus saßen außer dem Fahrer dicht an dicht 22 Menschen aus Syrien und der Türkei. Einige wurden aus dem Fahrzeug geschleudert. 6 Erwachsene und ein Kind starben, alle anderen Insassen wurden verletzt. Die A94 gilt als Schleuserroute. Der bayerische Innenminister kündigte konkrete Maßnahmen an. Wir haben ja uns schon klar dazu entschlossen, zum einen aktuell durch zusätzliche Bereitschaftspolizei die Grenzkontrollen, die Schleierfahndungen, aber auch unmittelbar an der Grenze zu verstärken. Der Bund tut das ähnlich. Der mutmaßliche Schleuser wurde festgenommen. Gegen ihn wird unter anderem wegen eines Tötungsdelikts ermittelt. Die Deutschleistungen von Neuntklässlern haben deutlich nachgelassen. Das hat eine Bildungsstudie im Auftrag der Kultusministerkonferenz ergeben. Demnach scheiterte im vergangenen Jahr etwa jeder Dritte beim Lese- und Hörverständnis an Mindeststandards für den mittleren Schulabschluss. Einen Lichtblick liefert die Studie dennoch. Im Fach Englisch wurden die Schüler besser. Dabei spielen auch soziale Medien und Streamingdienste eine Rolle. Auf Instagram und TikTok laufen viele Videos auf Englisch. Die Sprache allgegenwärtig für diese Schülerinnen und Schüler einer 9. Klasse in Brandenburg. Ich merke auch gar nicht mehr den Unterschied, ob es jetzt Englisch oder Deutsch ist, weil ich übersetze es sofort. Ich sehe fast jedes zweite Video auf Englisch. Auch ein Großteil der Leute, denen ich folge auf Social Media, sind Englisch. Und das steigert die Englischleistungen in der Schule. Zu dem Schluss kommt der aktuelle IQB-Bildungstrend der Humboldt-Universität Berlin im Auftrag der Kultusministerkonferenz. Das Englischniveau ist demnach seit 2015 deutlich gestiegen. Wir glauben auch, dass möglicherweise sogar die Pandemie hier positiv gewirkt hat, weil die Schülerinnen und Schüler doch sehr viel auch im Internet unterwegs sind, sehr viel Netflix geschaut haben während dieser Zeit und das häufig auch auf Englisch gemacht haben. Einen regelrechten Leistungseinbruch zeigt die Studie hingegen im Schulfach Deutsch. Vor allem beim Lesen und Hörverstehen scheitern häufig Jugendliche aus bildungsfernen Familien. Ein Grund dafür könne der Unterrichtsausfall während der Pandemie sein, so die Studie. Dazu käme, dass es neu eingewanderten Jugendlichen zusehends schwerer falle, Deutsch zu lernen. Wichtig sei, dass wir noch mal ganz genau auf das Thema Sprachförderung und Sprachkompetenz allerdings von Anfang an hinschauen müssen. Das heißt, es reicht nicht, zusätzliche Maßnahmen gerade in den weiterführenden Schulen zu etablieren, sondern wir müssen ab im frühkindlichen Bereich ganz genau hinschauen. Damit alle Jugendlichen trotz unterschiedlichster Herkunft gleiche Startchancen haben. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 14. Oktober.
Von Nordwesten überquert uns teilweise kräftiger Regen Richtung Südosten. Dahinter fließt deutlich kältere Luft heran und es wird wieder freundlicher. Im Süden beginnt die Nacht oft klar oder nur locker bewölkt. Sonst breitet sich zum Teil kräftiger Regen Richtung Südosten aus. Auch kurze Gewitter sind möglich. Morgen regnet es in der Südosthälfte zunächst teilweise kräftig, dazu sehr windig, an der See stürmisch. Von Nordwesten wird es immer freundlicher, aber es gibt noch einzelne Schauer, im Norden auch Gewitter. In der Lausitz und am Oberrhein heute Nacht nahe 20, in Niederbayern unter 10 Grad. Dort morgen noch knapp über 20 Grad, in der Eifel dagegen etwa 10 Grad kühler. Am Sonntag teils Sonne, teils Wolken mit Schauern und einzelnen Gewittern, dazu windig und deutlich kühler. In der neuen Woche wird es dann unter steigendem Luftdruck freundlicher. In den Tagesthemen um 21.45 Uhr fragt Ingo Zamperoni, was bei dem Treffen des Bundeskanzlers mit CDU-Chef Merz und den Ländern herausgekommen ist. Und wir erklären, welche Regeln des Völkerrechts bei einem möglichen Einmarsch in Gaza gelten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.